Hallo ihr Lieben, jetzt kommen wir zu den Catrice-Sammlungen. Und zwar zeige ich euch jetzt einfach mal zuerst die vier aus dem alten Sortiment. Ich denke, ich werde da jetzt auch nicht swatchen, also vom alten Sortiment, da ihr vom alten Sortiment bestimmt alle kennt. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Farbe, die ich habe. Ich habe einfach ja alle Farben eigentlich. Und zwar habe ich einmal 050 Apricot Smoothie. So. Die wurde ja so richtig gehypt auf YouTube. Und so sieht die aus. Kennt ihr ja alle. Dann habe ich hier 030 Pink Grapefruit Pink Grapefruit Shake. Die sieht dann so aus. Zwei verschiedene Farben. Und ich muss sagen, ich bin auch absolut begeistert von den Blush hier. 020 Peach Sorbet. So sieht die aus. Pigmentierung und alles wirklich absolut genial. Dann 010 Raspberry Ice Cream. Und man kann, also ich finde, man kann auch sehr gut damit schichten. Und dann kommen wir zu der neuen Catrice-Sammlung Blushes. Und zwar habe ich hier alle Farben. Vom Design her ist eigentlich alles gleich geblieben. Nur haben die jetzt andere Namen und nicht mehr die zwei Farben, sondern es ist jetzt einfach eine Farbe. Und zwar habe ich den 010 Toffee Fairy. Das ist so ein leichtes Braunton. Die swatche ich euch jetzt. Das ist ganz natürlich, man sieht es fast nicht. Ja. Ich finde, das wäre vielleicht auch gut zum Konturieren. Dann habe ich den 050 Apropos Apricot. Ja, die sieht dann so aus. Also, ja. Ich finde, dieser Blush steht sicher auch den hellhäutigen. Dann habe ich 040 Think Pink. Das ist ein knalliges Pink. Also so. Und geswatcht. Das ist jetzt wirklich ein kräftiger Pinkton. Muss man ein bisschen aufpassen. Dann habe ich 030 Love and Peach. Wie der Name schon sagt, ist es ein bisschen so. Geht es ins Peachige rein. Sieht es aus. Dann habe ich noch 020 Rolls Royce. Mache ich jetzt. Also so sieht die Farbe aus. Okay. Swatched. So. Diese hier. Ich finde wirklich, dass die Textur wirklich sehr schön sanft ist, also weich. Das ist No Sessig Rosewood Forest. So sieht die Farbe aus. Diese hier habe ich neu. Und das ist dieser Ton hier, so ein mauve-bäriger Ton. Und ich finde Farbe auch wunderschön. Und wie gesagt, ich bin absolut begeistert von Catrice Blushes. Auch vom Preis her stimmt es. Man hat lange davon und ja. Das war meine, wie sagt man,
Das war jetzt meine Catrice-Sammlung. Sorry, ich habe es so heiß. Bei uns in der Schweiz haben wir jetzt irgendwie um die 30 Grad oder mehr und ich muss mich ein bisschen abkühlen später. Ich wollte eigentlich heute kein Video mehr drehen, aber ich dachte, doch, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ihr nicht allzu lange auf ein neues Video warten müsst. Deshalb habe ich jetzt mich zusammengerissen, obwohl ich wieder am Schwitzen bin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Teil wieder von meiner Blush-Sammlung. Bye!